Hallo, willkommen zurück hier bei Let's Play Water Tycoon. Hier im Wasserpark. Und wir haben bis jetzt Umkleiden, Duschen, Zuckerwattewagen, ein 2 Meter Pool mit zwei Sprungbrettern und einen kleinen 1,20er Pool mit einer Rutsche. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Bademeister, weil die ganze Zeit hier die Leute uns irgendwie abkacken. So, der kommt hier hin. Und dann brauchen wir auch noch einen Bademeister. Der Markus geht umher. Okay, und wie gesagt, wie machen wir jetzt hier weiter? Wir müssen mal schauen, dass wir einen großen Pool bauen. Vorher machen wir vielleicht bei erstmal so einen kleinen Spielplatz, wo wir vielleicht für die Kinder so ein ein paar Spielgeräte und sowas aufbauen. Dann machen wir so einen kleinen Weg und dann machen wir dann hier Sand. Und machen dann mal zwei Delfinwipper. Eine Schaukel. Paar Reckstangen. Nilpferdwipper. Ich frage mich, wie man die Teile drehen kann. Ja, da kann ja nicht sein, dass man die nur so. Dahin bauen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Aber das Sandgebiet hier noch ein bisschen größer. Sie haben in der Parkbewertung einen Stern erreicht und sie haben es wirklich gut hinbekommen. Und das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, ihnen einen Finanzzuschuss von 500 Euro zu geben. Ja, das ist doch schon mal gut. Also unser Park macht Fortschritte. Hier liegt irgendwie Dreck rum. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Reinigungskraft. Verkäufer. Okay. Dann geht's hier lang. Da machen wir mal so ein bisschen auch was für Erwachsene. Das Spiel sollte mal wieder gespeichert werden. Aber da finde ich ja nett, dass er das wenigstens hier sagt. Wir nennen das jetzt um. Und zwar erster Stern. Da haben wir jetzt einen Stern bekommen. Ja, okay. Was schreibt er jetzt nicht, aber okay. So, also wie gesagt, wir haben jetzt hier für Kinder ganz viel gebaut. Zumindest ein paar Sachen. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal für Erwachsene auch noch was. Einen großen Pool und sowas. Wellnessanlage. Würde ich sagen.
Wäre ja vielleicht ganz gut. Einen großen 4-Meter-Pool. So. Ah, ist ja so gut. Für 68 Euro erstellen, geht auch noch. Tut mir leid, das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Es ist in der ersten Folge schon mal. Von daher bitte ich dich mal gerade zu entschuldigen. Ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo, willkommen zurück nach einem kurzen Cut. Mal wieder. Wir haben jetzt den 4 Meter Pool hier gebaut. Wir machen jetzt hier eine kleine Sandweg drumherum. Also da muss ich sagen, das finde ich jetzt schon mal ziemlich negativ, dass das Spiel jetzt des Öfteren schon abgestürzt ist. In der ersten Folge hier von dem Let's Play Projekt hatte ich das Ganze auch schon. Und das ist schon ein wenig ärgerlich. Aber naja, an sich ist es ja ganz lustig, also da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Also hier haben wir jetzt ein großes Becken. Und da würde ich sagen, bauen wir einen Abenteuerwasserfall rein. Ach, ich glaube, die kann man nur in so kleine Becken. Scheiße. Aha. Haben wir hier einen Einstieg, da einen Einstieg. Hier und da einen Einstieg. Okay, hier machen wir hier ein paar Sprungbretter hin. Massagesprudel kann man hier auch nicht reinbauen. Das auch nicht. Pilz auch nicht. Ah, Mann. Ist ja schon blöd. Wie gesagt, hier machen wir so einen kleinen Erwachsenenbereich. Machen wir hier noch so einen kleinen Weg mit nochmal einem kleinen Pool. Zu Massagesachen. Und gucken mal, dass das jetzt hoffentlich nicht abstürzt, wenn wir wieder einen Pool bauen. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, welche man da nehmen muss. 2 Meter. Ich probiere es jetzt mal mit einem 2 Meter Pool. Ob das jetzt geht, weiß ich nicht. Und es ist wieder abgestürzt. Ach nee, was ein Scheiß. Ich würde sagen, ich beende das Ganze jetzt vorzeitig. Ob ich dieses Play weitermache, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt noch bei der zweiten Folge echt ein wenig blöd. Aber wie gesagt, wenn das jedes Mal abstürzt, dann macht es einfach keinen Spaß, weil ich das jedes Mal speichern müsste jetzt. Und wenn er das nicht automatisch speichert, tut mir extrem leid, weil ich fand das Spiel auch lustig und hätte es gern weitergemacht, aber wenn das nicht anders geht, dann muss es leider schon unter der zweiten Folge enden. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie hinkriege, ob es da im Internet ein paar Tipps gibt oder wie auch immer, müssen wir mal gucken. Ich versuche das so zu machen, dass es funktioniert, aber wie gesagt, da kann ich auch nichts dran ändern. Wenn es einfach so ist, dann ist es so. Und ich habe noch ein anderes Let's Play am Start, was jetzt starten wird demnächst. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem wäre ja schon ärgerlich nach der zweiten Folge. Naja, mach schauen. Ich wünsche euch jetzt noch was. Macht es gut und haut da rein.
Ciao.